scharf. Am Anfang habe ich eigentlich Hirsch und Reni können unterscheiden. Was heißt das? Das ist alles wild, weil ich da oben geschossen habe. Alles du? Ja. Ah, die Jagd ist für dich ein total wichtiger. Das Leben, würdest du gerade so sagen? Also ich kenne Haufen Ehen, die auseinandergegangen sind und wegen der Jagd. Es ist manchmal halt auch eine seidige Fädele. Darum ist man dann auch ein bisschen nervös vor dem Schuss. Der hat den Knall nicht mehr gehört. Oh. Der ist ein Lungenschuss. Hätte ich vorher sagen sollen, dass ich kein Blut sehe. 3 Tage auf der Bündner Hochjagd. Das ist Mona mittendrin. Ja, du hast nie mit Jagd gerechnet. Nein, mit der Jagd also habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Ich habe gar nicht gewusst, dass es losgeht. Was ist das für ein Moment, wenn es wieder losgeht? Sehr aufregend. Sicher? Ja. Wie ein Furz in der Laterne, dann ist man dann aus. Okay, aber du bist nicht eine Tochter? Nein, mit der Tochter fast in die Schule. Aha, gut. Also, jetzt, also Noldi, du jagst wie lange? 49 Jahre. Und vom Vater oder mit dem Vater angefangen? Ja, früher war man auf den Bauernhöfen im Sommer. Und sobald die Jagd angefangen hat, wollte ich natürlich heim. Und Anina? Bei mir ist es jetzt 12. Jahr. Ja. Und sie haben mir alles beigebracht. Und, ja. Also ist er quasi dein Jagdpapa? So. Ja, genau. Okay, ja. Der 4. von der Jagdgruppe Bruchalp ist noch am Arbeiten und käme am Abend. Nach 20 Minuten sind wir bei der Hütte auf dem Glaspass. 1800 Meter über Meer. Oh, jetzt sind wir in unserem Reich. Unterhalb von Piz Beverin liegt ihr Jagdgebiet. Danke. Das ist vorhin. Das ist jetzt unsere Jagdhütte. Ja. Ah, das ist alles wild, das ich hier oben geschossen habe. Alles du? Ja. Ah. Das sind Gams da. Ja. Das obere sind Hirsch und das andere sind Rehböcke. Ja. Was ist da der beste, schönste, auf den du am meisten stolz bist? Das ist eben da oder auf der Tenne, auf der Foto, dort habe ich Platz. Was, wieso? Ja. Wie ist der so gross? Ja. So. Ah. Was ist das denn? Ein Rothirsch. Ja. Rothirsch. Der hat 203 Kilo. Ein von den schwersten Hirschen, die in Graubünden je geschossen worden sind. Jetzt darfst du noch auswählen, ob du in der Stube schlafen willst, auf dem Gucci, das ist das Aninenbett, oder im Zimmer mit unserem Schwiegersohn. Aha! Ja. Ich zeige dir das zuerst. Aha, jetzt habe ich gedacht, du zeigst mir den Schwiegersohn. Nein, ich bin selbst auch dort. Aber jetzt ist er ein bisschen älter. Nein, ich glaube, ich schlafe da. Also das hier ist äußerst reich. Ja. Klein, aber fein. Ja. Ah, du bist dann auch die ganze Zeit da? Ja. Ah, ja. Aber du gehst nicht auf die Jagd? Nein. Ja. Und da werden wir ins Zimmer. Und der Schwiegersohn liegt immer zuerst. Aha, ja. Also, so richtig viel Privatsphäre hat man nicht. He? Nein. Da gehört dazu. Das gehört dazu. Ja. Danina und der Noldi zeigen mir, was wir morgen mit auf die Jagd nehmen. Und da sind auch die Waffen eingetragen. Zum Beispiel das Jagdpatent. Um das zu lösen, braucht es die offizielle Jagdprüfung, 780 Franken und jährlich auch einen Treffsicherheitsnachweis. Das muss 10,3 mm haben. Wenn du jetzt mit so etwas auf ein Tier schiessest, macht es einen grossen Schaden, oder? Ja, es sollte so grossen Schaden machen, dass das Tier stirbt. Ja. Möglichst schnell und schmerzlos. Ja. Also schmerzlos ist immer halt in Anführungszeichen, aber es muss wirklich so sein, wenn du ideal triffst, dass das Tier der Schuss nicht mehr gehört. Dann ist es optimal. Ja. Und es ist manchmal halt auch eine seidige Fädele, oder darum ist man dann auch ein bisschen nervös vor dem Schuss. Ja. Es ist wirklich, dort kann relativ viel schief gehen. Ja. Aber hoffen wir jetzt nicht. Und dann? Dann ist es gut, wenn man das Gewehr nicht vergisst. Mhm. Weißt du jetzt das für ein Gewehr da? Am Noldi Seis. Was hast du da? Initiale, das ist die Initiale, ja, ja. Ein halber Erbstück, oder? Ja, fast. Kannst du mal durchschauen? Kannst du durchschauen? Wie das so? Ja. Das ist das Zielfernrohr. Siehst du das Kreuzchen? Ja, sehe ich. Und da ist noch der Distanzmesser. Um sicher sein, dass wir nicht über 200 Meter schiessen. Hier oben drauf drücken. Zuerst etwas anschauen.
und dann draufdrücken und dann zeigt er die Meter. Ah ja. Und es ist verboten, zum weiter als 200 Meter zu schiessen. Wenn du den Mann durchschaust und dann sehen wir etwas, wo du schiessen kannst, also ja, mir macht es irgendwie ein bisschen Mühe, weil eigentlich irgendwo, weißt, warum soll ich das, oder warum sollst du das töten? Ja, wenn wir das nicht machen würden, hätten wir erstens viel Wildschaden. Wir haben eine Vorgabe, wie viele Hirsche wir hier schiessen müssen, und die müssen wir schiessen. Die müssen, ja, ja. Einfach, da geht es um quasi Natur, dass man Bäume irgendwie genau schützt, damit die nicht alles abfressen. Hirsch und Reh fressen den Jungwuchs. Der ist aber wichtig für den Wald, um die Bevölkerung vor Lawinen und Murgängen zu schützen. Das ist ein Grund, wieso der Kanton die Bestände von gewissen Wildtieren begrenzt. Danke vielmals. Ich hoffe, wir hören nicht heute noch Wolfsgeheul. Kann das sein? Nein. Haben wir Wölfe da? Mhm. Ah? Eben haben wir. Ah. Okay. Hat es dich gefreut? Der Noldi ist pensionierter Lastwagenfahrer und hat drei Töchter mit der Uschi. Ja, ja, sehr. Jagd ist für dich ein total wichtiger. Das Leben. Würdest du gerade so sagen? Ja. Jagd ist das Leben. Was sagt Uschi dazu? Das Gleiche. Ja. Sicher? Ja. Obwohl, ich mache auch viel für die Jagd. Ich gehe selber nicht auf die Jagd, aber ich bin eigentlich immer dabei, wenn etwas läuft. Ja. Aber ich bin auch in einer Jägerfamilie aufgewachsen. Ja. Also ich habe fünf Brüder auf die Jagd gegangen und Papa ist auf die Jagd gegangen. Ja. Also ich kenne das von Grund auf. Ja. Hat man auch gejagt. Der Anina ihren Weg überrascht mich. Die studierte Umweltnaturwissenschaftlerin hat nämlich während ihrem Praktikum im Nationalpark zur Jagd gefunden. So das wildbiologische Interesse hat schon sehr, ja, das hat mich sehr fasziniert. Schon auch als Kind, und der Noldi hat mir dann geholfen, mit einem Gewehr organisieren, gezeigt, wie man schiesst und ja. Hey, super. Ich habe einen Haufen Schülerinnen und Schüler gehabt, aber sie wahrscheinlich die Beste gewesen. Schon? Ja. Was macht es denn aus? Ja, die Ruhe. Verständnis. Und immer auf Achse. Sie ist immer bereit. Für jagdlich, wenn etwas ist, ist sie bereit. Ja. Das Abenteuerjagd geht los. Heute Abend noch ohne Gewehr. Kommst du nicht mit? Hat der Fähr noch nicht mitgekommen? Schau mal, wie er schaut. Ja. Ui, ja. Ui. Am Noldi, sein Jagdhund, muss die nächsten Tage in der Hütte bleiben. Er darf nur auf die Niederjagd nach Hase und Füchse. Unterwegs sehen wir eine Rehmutter mit zwei Kids. Tiere, die den Noldi und Anina gut kennen. Die beiden beobachten das ganze Jahr durch die Wildtiere in der Region. Auch Hege und Pflege gehört zu ihren Aufgaben. Im Sommer zum Beispiel retten die Rehkids aus den Wiesen, bevor gemäht wird. Jetzt kommt der Rettli. Ah, also euren Jagdkamerad. Genau, er hat eben noch müssen schaffen, heute lang. Ja. Hi, alles voller Hirsch. Ettore, Mona, das freut mich. Der Ettore, am Noldi, sein Schwiegersohn, ist Lastwagenfahrer. Für die dreiwöchige Hochjagd gibt der Familienvater einen Großteil von seinen Ferien an. Gibt es eine Prognose, wie viel das er schiesset in den Tagen, wo ich da bin? Dann sage ich morgen ein Hirsch. Morgen ein Hirsch? Ja. Ettore, was hast du für ein Gefühl für diese Jagd jetzt? Lass mich überraschen, ganz klar. Weil da kannst du nicht, da hast du keinen Einfluss. Ja. Das passiert dann so, wie es passiert. Eben, man kann eine Woche da sitzen und es läuft nichts. Ja. Und vielleicht haben wir Glück und zwei Tage und dann zwei Tage gute Beute. Das weiß ich nicht. Ja. Hast du einen Wunsch, wie sie gern willst du das Haut denn, du Leck? Leck, pass auf, du. Was schneidest du aber sonst mit dem? Ja, Fleisch eigentlich. In wenigen Stunden geht die Jagd los. Die Uschi scheint mir als Einzige noch ganz entspannt. Ja. Das ist nur in der Nähe von der Ettore ist über die Liebe zur Jagd gekommen. In dieser Familie nur eine Frage von der Zeit. Ja. Sie wäre eigentlich auch gerne gegangen. Also deine Frau? Meine Tochter. Frau, ja, die Tochter von ihm. Ja. Ja. Aber? Können ja nicht beide gehen, wenn du Kinder hast. Das ist immer noch so, wirklich? Ja. Was machst du denn mit den Kindern?
Ah ja, die könntest du Mann einige, aber die sind ja auch schon da. Ja, ja, ich sehe das ein bisschen. Ja. Aber schau jetzt, Danina ist ja auch. Eben, da ist jetzt genau umgekehrt, oder? Das ist der Mann daheim. Ja. Von zu Hause aus jagen, ist das bei dir das Thema? Nichts, nein. Nee. Habe ich gar nichts damit zu tun. Ja. Das ist erst nachher gegangen, als ich mit ihm mit bin. Ja. Da hat es mich dann einmal angefangen zu interessieren. Am Anfang habe ich eigentlich Hirsch und Reni können unterscheiden. Also ganz schlimm. Ja. Ja, und dann nachher bin ich halt auch ein bisschen angefressen geworden. Ja. Wann geht's los? Was ist das für ein Moment? Kribbelig und zu werden und einfach so das Unbekannte, das auf einem zukommt. Du weißt nicht, was klappt alles und kommt überhaupt etwas. Oder ja. Es ist so das Umgehen mit dem Ungewissen. Mhm. Ist das, was, glaube ich, so ein bisschen nervös macht. Ja. Er träumt von der Jagd. Also wirklich extrem. Ja. Ja, er hat mich schon fast zum Bett ausgeworfen. Wegen der Jagd? Ja. Was ist dort passiert? Ja, er hat gemeint, er hätte einen Hirsch geschossen und hat mich am Bein gepackt und zum Bett ausgezogen. Bin ich ja froh, hat er mich nicht ausgeweidet, oder? Im Traum? Im Traum, bis an den Boden. Hast du ihn bis am Boden runtergeschleift? Weil du das Gefühl hast, dass jetzt der Hirsch, ja, den du... Du, also ja, das ist noch... Das ist noch gefährlich. Ja, das ist ein eine Herausforderung, mit einem Jäger geheiratet sein, offenbar. Vor allem im Bett. Ja. Alle mit an. Eben links. Oh, links. Links. So links. Jäger stoßen links an. Ah, Jäger stoßen links an? Genau. Okay. Mein Zeit, mein Teil. Ich gehe mit gemischten Gefühlen in die erste Nacht. In der Gruppe fühle ich mich wohl und das Jagdfieber scheint ansteckend. Und gleich hoffe ich heimlich, dass wir morgen nicht zum Schuss kommen. Wie hast du geschlafen, Mo? Wunderbar. Ich habe nur schon, als ich den Kopf küsse gesehen habe, gedacht, oh, jetzt ist gut. Ja. Jetzt ist gut. Am 5 Uhr ist Tag wach. Hanni, nehm deine Haarbürste genommen. Ist gleich. Ja, aber hast du die Haare rausgenommen? Käse ist du Käse? Ja, aber heute am Morgen. Ah, dann muss ich bitte vom Gesicht weg. Ja. Du, ist das ein Problem, wenn meine Kappe so eine Farbe hat? Nein, Orange ist absolut. Orange ist gut. Ah, wirklich? Mhm. Obwohl ich den Leuch für uns, er leuchtet ja wie eine Boje, da sehen die nicht. Nein. Ah, das ist gut. Reh und Hirsch sind farbenblind. Rot und Grün können es nicht unterscheiden. Weimanns Heil. Mach. Tschüss. Tschüss. Schau auf den Hund. Ja. Wir wohnen denn? Weidmanns Heil. Wir hören dich. Ja, ja. Auf die Jagd geht heute jeder für sich. Erst wenn jemand etwas schiesst, kommt die Gruppe wieder zusammen. Ich bin mit dem Noldi unterwegs. Das Auto musste er gestern an der Hauptstrasse vorne abstellen. Fahren ist während der Jagd streng eingeschränkt. Schau doch, Chris, jetzt kommen die Jäger. Oh ja, schau. Die einen gehen, die anderen kommen. Ja, das aber kann man schon sagen, das ist ein grosser Tag, oder? Ja, ja. Bündnerland, wenn ja, es losgeht. Das ist fast wie Weihnachten. Jetzt gilt es ernst. Ab 6 Uhr darf geschossen werden. Hören Sie die Wölfe fühlen. Aber wenn jetzt hier die Wölfe am Heulen sind... Ja, die sind wahrscheinlich dann halt eben weg. Die Tiere? Mhm. Gehen wir weiter.
schon geschossen. Ja. Ideal wäre, wenn wir jetzt schon hinten wären. Ja. Wenn mehrere Tiere sind, fliegen sie dann nicht mehr. Ja. Dann gehen sie doch vorbei bei uns. Gib mir mal meine Stecken. Wahrscheinlich halt in der Wiese, weißt Auf der Felskante hat Noldi schon ein paar Tiere geschossen. Die Windrichtung ist matchentscheidend. Wenn er so steil runtergeht. Schlecht, oder? Schlecht. Sie schmücken uns hier. Dann, wenn sie hier rüberkommen, dann merken sie es erst, wenn sie da sind. Okay. Oh, das war schon mal. Anina und Ettore haben ihre Ansitz ein paar hundert Meter weiter oben im Hang. Sehr ruhig vom ersten Mal. Vorher haben wir immer wild gehabt. Jetzt sind etwa 14 Tage oder 10 Tage, sind die Wölfe wieder überher gekommen. Und das geht anders. Da rein. Meine? Ist es wirklich Anina gewesen, die geschossen hat? Jetzt warten sie noch ein bisschen. Ah, also sie hat einen? Ja, ja. Das wäre so toll, das wäre ihr erster Stier. Ah, also Stier, das sind Tiere. Mit dem mit den Huren. Ja. Weiss man da nicht sofort? Ja, weißt du, wenn mehrere Hirsche sind, springen die meisten die anderen weg. Und dann bist du nicht sicher, ob jetzt der liegen geblieben ist. Ah, also ich muss jetzt erst schauen, ob da einer ist. Ja. Das ist das, was ich mir gewünscht habe. Schon? Ja. Du bist fast nervöser, wenn die anderen schiessen, als wenn du selber bist. Nächster Hirsch. Minuten verstreichen. Keine Nachricht. Wann schiessst du richtig auf die Folter? Ja, ich weiss. Ich auch. Ich gehe jetzt gar nicht auf zu dem Schweißpunkt. Du musst ein bisschen aufpassen. Dort hat es voller Löcher in den Steinen, dass du nicht den Fuss vertrampelst. Weißt du, das drückt noch, um man so genau finden, wo der oben ist. Wir warten noch mal 5 Minuten. Dann bist du etwa dort. Ja, okay. Dann warten wir halt noch ein bisschen. Aber jetzt fällt es dir schwer, gell, zum Warten. Ja. Da hast du recht. Ja, da merke ich jetzt gerade. Nochmal 20 Minuten vergönnt. Dann meldet Anina, dass sie Blutspuren gefunden hätte. Aber immer noch kein Hirsch. Also du hast das Gefühl, er ist irgendwo. Ja, ja. Also ich muss mich schwer täuschen. Aber es ist ja schon komisch, dass er nicht so lange nicht gefunden hat, oder? Ja. Für das Bergen von einem Tier dürfen wir mit dem Auto in den Wald fahren. Aber jetzt ist die Gruppe als Ganzes gefordert. Der Ettore ist schon im Steilhang am Suchen. Weißt du, er hat so abgedreht und hat so wie einen Köpfler gemacht. Hier. Doch dein erster Stier soll dir ein bisschen nervös machen. Aber du bist sicher, dass du ihn getroffen hast? Ja, wenn du Blut hast, ist sicher, dass etwas getroffen hat. Dann liegt er da irgendwo so. Der Noldi zweifelt keine Sekunde daran, dass seine Jägerin super getroffen hat. Juhu!
probieren, herzukommen. Ja, wir kommen. Wo ist er jetzt da? Ui! Auch der Anina, ihren Mann, ist gekommen für den grossen Moment. Mein Matthäi. Danke. Bravo. Super. Danke vielmals. Nicht Krone. Sie ist noch schmausen. Bleib mein Heil. Bleib mein Dank. Ja. Oh. Oh. Ui, ist ein schöner, du. Der hat den Knall nicht mehr gehört. Meinst du? Ja. Bleib mein Heil. Bleib mein Dank. Oh, zu deinem ersten Hirsch. Ja, genau. Oh. Was machst du jetzt das da? Der letzte Bissen. Kann ich euch etwas helfen? Ja, dort den Fuss schieben. Also, ja. Da? Ja, dann wenn ihr miteinander. Ich habe gerade auf die Uhr geschaut. Der Noldi macht sich sofort ans Ausnehmen, während Anina Ort und Zeit vom Schuss einschreibt. Da macht man immer gerade sofort dort, wo man ihn erleidet hat. Ja. Ja. Wenn du den so rumziehst und der Magen platzt oder so, ist natürlich das Fleisch kaputt. Jetzt. Ich schaue, glaub, zu dir. Ja, schau nur. Ich schaue ein bisschen zu dir, Anina. Super, hat sie aufgehört, rechnen. Ja. Dort, wo jetzt das Gras drin ist, das muss jetzt alles raus. Also, da ist jetzt der Magen. Jetzt habe ich schon ein Stückchen verwischt. Oh, was hast du angeschnitten? Ja, nichts. Das ist, dort ist ein bisschen Luft drin. Kannst du mir den Lebersack dafür nehmen? Ich wollte vorher sagen, dass ich keine Blut gesehen habe. Du siehst es ab, gell? Gut, aber. Jetzt muss ich dann, glaube ich, wirklich absitzen. Du sitzt nur ab. Ja, da passiert nichts. Ja. Anina, wie geht es dir jetzt? Ach, himmlisch. Das ist das Herz. Wo? Ja. Oh ja, schön. Schau, ob die Lunge gut ist. Wow. Das ist Lungenschuss. Hat sie. Oh, gut. Warte, schau mal. Ja, genau. Ist das gut? Sehr gut. Besser kannst du es nicht. So ist es meist. Also ist kein Panzer verletzt, nichts. Läuft nichts aus. Wo tust du jetzt da hin? Das kann der Fuchs fressen. Ja. Ah, das rührt man einfach. Ah, ja. Okay. Das ist bis morgen ist das weg. Ja. Mona, wie geht's dir? Seit ich sitze, geht es mir wieder ein bisschen besser. Man muss es sagen. Und es schmeckt jetzt auch nicht im Ganzen so streng. Nein, jetzt ist es Zeug. Ja. Für mich ist es ein krasser Moment, wirklich. Du hast so ein Tier gesehen und es ist tot und ihr schneidet den Bauch aus. Das kommt alles irgendwie raus. Ich habe das noch nie so gesehen. Ja, gell, das passiert halt zusammen mit den Nutztieren. Das passiert immer, wo man es eben nicht mitkriegt. Und dann im Supermarkt ist es noch im Päckchen und dann siehst du es alles. Eben, weißt du, in jeder Metzgerei, oder? Jedes Gotelett, das du kaufst, hat man das auch einmal so ja, gemacht, genau. Oder? Ja, voll. Oder eben nicht, also quasi das hat es ja dann meistens nicht so schön gehabt, wie jetzt der Hirsch. Ja. Wie hast du es jetzt, Noldi? Gut, sehr gut. Super. Ich sage 80 Kilo. Okay. 80 Kilo, wo wir jetzt 300 Meter den Hang ab zum Auto mitbringen. Ui. Ui. Kommt auch geschwind. Für meine Jagdgruppe ist der erste Tag der Bündner Hochjagd ein voller Erfolg. Und das freut mich für sie. Gleichzeitig merke ich, selber schiessen würde ich nie wollen. Der Anina, ihren Hirsch, muss wie jedes erlegte Tier einem Wildhüter vorgeführt werden. Hey, Markus. Ciao. Mona. Mona, freut mich. Markus. Es gibt klare Richtlinien, welche Tiere man schiessen darf. Männliche Hirsche sind bisjährig geschützt, nachher nur noch die starken Exemplare. Die erkennt man unter anderem am Geweih. Wer ein falsches Tier schiesst, wird büßt.
Wie ist das eigentlich? Als Wildhüter ist man ja quasi so Polizei für die Jäger, die überall muss schauen, dass die Regeln eingehalten werden. Ist man am Schluss Freund oder Feind der Jäger? Jetzt pass auf. In der Regel Freund. Also, das zeigt sich immer wieder. Es gibt immer uneinsichtige Jäger, wenn sie mal etwas falsch gemacht haben. Aber das leitet sich in der Regel, weil die Jäger wissen selber genau, was sie gemacht haben. Wie ist es bei dir? Wie stehst du selber zu der Jagd? Es braucht natürlich eine Regulation, ohne ging es nicht. Wir sind heute in der Kulturlandschaft, wo so viel Nahrungsangebot besteht. Wenn wir sie nicht regulieren würden, würde sich der Bestand eigentlich im Winter drastisch selber regulieren. Aber das ist immer ein Mass, das der Mensch auch nicht erträgen würde. Das wären sehr viele, die da im Winter sterben würden, verfallen. Und nebst dem ist natürlich Schadenpotenzial, das ist natürlich enorm. Und da haben wir heute einen riesen Konflikt, auch mit Wild-Wild-Problematik. Ja, also wir sind hier eigentlich mit drinnen. Und das hat dann vielmal auch der Ursprung für zum Teil wieder kompliziertere Vorschriften. Ich merke, sich müssen erklären oder auch rechtfertigen, das ist man sich gewöhnt an. Die Jäger stehen selber immer wieder im Kreuzfeuer. Kritik gibt es vom Tierschutz, aber auch von der Forstwirtschaft oder von der nicht jagenden Bevölkerung. Nicht alles am jetzigen System überzeugt. Früher haben wir gejagt zum Überleben. Und heute? Ist Jagd vielleicht der ehrlichste Weg? Wer will Fleisch essen, soll auch bereit sein zum Töten. Das würde erklären, warum die Jagd boomt, weiblicher und auch jünger wird. In deiner Kindheit, Uschi, was hat die Jagd dort für eine Rolle gespielt? Papa nicht geschossen, dort haben wir auch kein Fleisch zu essen gekriegt. Hat sie nie gereizt, zum auch mal? Nein, ich eigentlich nicht. Ha. Wieso nicht? Also ich kenne viele Ehen, die auseinandergegangen sind, nur wegen der Jagd. Jetzt im Ernst? Ja. Aber was? Also... Ja, wenn sie besser ist als er. Nein! Aber ein Fisch im Fall. Die Frau, die größere Fisch fängt, dann geht der Mann nicht mehr fischen. Wenn ein junger Mann geht, geht jagen, nehme ich jetzt mal an und denke mir, ja, das ist. Und ist da ein Unterschied, wenn man eine junge Frau geht, jagen? Ja, bei ganz, ganz wenigen Leuten ist ja schon so die Idee, vielleicht, dass jetzt das nicht unbedingt die Aufgabe von einer Frau sollte sein. Ja. Aber. Es gibt schon Lehrer, die gesagt haben, bei uns kommt nie eine Frau in die Jagd heute. Schon? Ja, ja. Weißt du, genau. Und dann, was hast du denn dir gesagt? Ich habe gesagt, der hast du etwas verpasst. Nein, ich hatte nie etwas dagegen. Das hat nicht der Bub. Ja. Der gehört auch zu der Familie. Ja. Gell? Ja. Eigentlich so eine Jagdgruppe ist auch fast so eine Familie. Ja, ja schon, oder? Ein bisschen. Ja, ja. Schon. Der Oldi macht sich bereit. Morgen gehen wir auf Gemsjagd, seine Lieblingsdisziplin. Bei den Gemsen sind die Kriterien für einen Abschuss noch anspruchsvoller als bei Reh und Hirsch. Und man ist unterwegs, statt einfach nur aufzuschauen. Nach einer kurzen Nacht ein unfassbar schöner Morgen. Jetzt machst du schon mal. Weiß nie. Was noch kommt? Was noch kommt, ja. Das ist die erste Hürde, haben wir. Laufen wir da hinten und dann haben wir dann dort noch so ein bisschen einen Aufstieg. Und dann sind wir da oben. Hast du geladen? Ja. Gut. Hier oben, auf über 2000 Meter, lebt ein grosses Gemsrudel, das sie immer wieder beobachtet. Es ist nichts oben. Das ist normal, zum Morgen dort oben. Aber es ist gar nichts oben.
Schauen wir uns mal hinter da. Schauen Sie mal. Schau da. Ganzes Rudel. Oder mehrere. Jetzt gehen wir da hinten hin. Komisch ist das schon. Heute ist das Rudel offenbar schon geflüchtet von uns. Da komme ich immer auf. Da bin ich schon 12 Mal auf während der Jagd, bis es geklappt hat. Das gehört dazu. Ja. Es ist ja sonst mega schön. Hä? Es ist ja sonst mega schön. Ja. Das ist nicht ein Enttäusch. Nein. Nein, den darfst du nicht auf die Jagd. Dann musst du irgendwo in einen Krieg etwas schiessen. Nein, nein. Oh, schau rechts, komm noch mal einer. Oh. Ach, cool. Schön, schau mal. Wow, ganz viel. Schau, sie ja. Nein, wow. Das ist jetzt deine Herde. Hm? Mhm. Schon fast abgeschrieben und dann kommen sie gleich noch. Die Gämsen sind in Sicherheit. Bergflanke ist nämlich ein Wildschutzgebiet. Wenn jetzt auch kein Schutzgebiet ist, geht man da rein und die da unten hinten und warten, bis die oben runterzäumen. Und dann könnten wir wahrscheinlich jeden einen schiessen. Aber so sind sie geschützt. Ja. Aber das ist auch gegen dein Interesse. Du willst ja einen schiessen. Aber ich will auch, dass Gäms da bleiben. Es ist so ein Gleichgewicht zwischen Erhaltung und Nutzung. Ja. Tier schützen und Tier töten, für Tanina und Noldi ist das kein Widerspruch. Und auch wenn nicht alle meine Vorbehalte gegenüber dem Jagen ausgeräumt sind, dass die Jagd für sie nicht einfach ein blutiges Freizeitvergnügen ist, dass ihnen die Natur und Tier wirklich am Herz liegen, das nehme ich Tanina, Noldi und Ettore nach diesen 3 Tagen ab. Das ist jetzt das Leber von deinem Stier, wo wir gestern miteinander rausgenommen haben. Du willst auch gleich leben. Du. Schau mal rein. Ja, ist ganz gut. Hey, nein, wow. Schmecken wir dran? Nein. Leber geht gar nicht. Ja. Du weißt es auch nicht. Nein. Und das ist jetzt auch Hirsch. Ja, aber vom letzten Jahr. Und Noldi, gibt es eigentlich als Jäger Pensionsalter? Ja, aber 6,97. Wenn dann einmal halt wegen dem Augenlicht oder wegen dem Zittern nicht mehr, dann musst du hören. Ja. Ettore, du hast einen Sohn. Was sich auch fürs Jagen interessiert. Die haben eigentlich schon die Hoffnung, dass er mit ihm auf die Jagd kann, dass er das auch erlebt. Was würdest du wünschen? Ja, dass es so bleibt, wie es ist. Schon bleiben. Eine Dusche? Uns mästen ein bisschen. Dann wieder einmal Leber kochen. Hier oben habe ich nur Leute getroffen, die mir gesagt haben, hey, Jagen, das ist etwas Gutes und es braucht es. Unter anderem auch für die Natur. Ich selber, da habt ihr gemerkt, bin zum Teil ein bisschen ambivalent gewesen. Und jetzt bin ich gespannt, wie schaut ihr das an? Überzeugt euch das? Braucht es Jagen? Oder habt ihr ganz eine andere Meinung? Hier unten in die Kommentarspalte können wir miteinander in die Diskussion. Abonniert SRF Doku auf YouTube, dann bleibt ihr auf dem Laufenden.